Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play bei Florian TV. Ja, heute wollte ich euch mal zeigen den Bau einer Mauer für so einen Palast. Klar, jetzt wenn so der eine oder andere wird jetzt sagen, oh, kann ich doch schon. Ja, aber das ist jetzt eine ganz spezielle Mauer. Und am Ende des Tutorials sozusagen seht ihr dann, wie das dann so aussieht. Ja, erstmal müsst ihr natürlich einen Grundriss machen. Und bei mir ist die jetzt 20 Blöcke hoch, die Mauer. Könnt ihr auch gerne nachzählen, kein Thema. Und 63 Blöcke lang. Also ihr seht schon, es ist verdammt arschlang, das Ding. Und ziemlich hoch und sieht von oben auch nicht besonders sehr hübsch aus. Gerade noch nicht, weil ich gerade auch erst fertig geworden bin mit den Grundmauern hier. Jetzt kommen dann noch demnächst die Verzierungen dran, dann die rote Wolle und. Naja, es ist dann mit ein bisschen Quarzblöcken nicht getan, da muss man dann noch Quarzsäulen machen und. Also, es wird euch im Let's Play auf jeden Fall, könnt ihr mir das glauben, wie gesagt, 20 Blöcke hoch müsst ihr, wenn ihr so eine tolle Mauer haben wollt, und 63 Blöcke lang, aber die Länge ist euch überlassen, das dürft ihr euch selber aussuchen, wie lange ihr sie macht. Ja, bei den Türmen ist das eigentlich ganz einfach, auch so easy peasy, bei denen habt ihr 3, da habt ihr 2 versetzt, immer versetzt, zwischendurch mal eine Quarzsäule. Ja, klar, jetzt fragt sich der ein oder andere, wo hast du denn das jetzt wieder her? Ja, ich habe auch mal ein bisschen geguckt und recherchiert und da hat mir dann doch einer gesagt, du kannst dir das doch mal ansehen hier. Der hat auch ganz tolle Projekte und dann habe ich mal mich mit jemandem in Verbindung gesetzt, der auch so ein riesen Bauwerk gemacht und er meinte, bau doch so einen riesen Palast. Da habe ich gesagt, gut, alles klar, dann bauen wir doch mal einen riesen Palast. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder einschaltet, wenn es heißt Florian TV. Und ihr dürft gerne ein Abo und ein Like da lassen, freue ich mich drüber. Und bis dahin mit einem großen Tüdelüt.